Endplatzierung, erster. Erfüllte Ziele, 0. Fans, 3500 und wie viel haben wir dazu gewonnen? Das kann sich doch sehen lassen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 2 von Grid 2. Okay, Kamikaze-Pilot. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen japanischen Wagen, um gegen sie anzutreten. Wähl einen von diesen beiden. Was haben wir denn hier? Sylvia Speck. Oder Fair Lady. Aber der sieht doch schon viel schöner aus. Kannst du später über einen Fahrzeug-Challenge gewinnen? Ja, gute Wahl. Ich will den. Du kannst jedes deiner Autos für eine Testfahrt auswählen. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Aha. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Das hört sich gut an. Was haben wir denn hier? Wow, das sind aber ganz schön viele. Was nehmen wir denn? Boni. Wo hat das denn jetzt platziert? An deiner Seite. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Was platziert er da hinten? Was haben wir denn hier? Ah, da unten steht's ja. Ziele. Ziel. Fahr 4 Sekunden lang über 160 km/h. Ist ja einfach. Was war das bei Koni? Gewinne ein Fahrzeug-Challenge. Ja, das schaffen wir ja, ne? So. Lande in einem Rennevent vor Harris Carter. Das sollte ja nicht so schwer sein, oder? Was haben wir hier noch? Drifte 3 Sekunden am Stück. Nee. Lege in einem Event im Onion Race Club mindestens den dritten Platz. Das sieht ja einfach aus. Was haben wir hier? Ich bleibe in einem Rennevent eine ganze Runde in Führung. Oh. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. So. Das haben wir. Und jetzt? Ah, ups. So. Fertig. So. Lackierung können wir auch noch anpassen. Machen wir das doch mal eben. Karosserie. Nehmen wir denn da? Metallic, Matt, Flipflop. Matt. So. Was ist da denn los? Nicht. Ah. Nicht. Kann man hier nicht mehr einstellen. Das ist irgendwie cool. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt fällt die Werbung aber überhaupt nicht auf, ne? Ziemlich schlecht. Was haben wir denn hier noch? Yo! Ist klar. Schön. Ah. Nee. Giftgrün oder? Komm, nehmen wir den hier. Kann das auch noch ein bisschen hochklappen. Erste Schattierung, was so. So. Schwarz, oder? Ne, machen wir weiß. Und dann nehmen wir den hier. Telek. Was haben wir denn hier? Rot? Nee. Sieht alles nicht aus, ne? Ja, nur weiß. Scheiß jetzt drauf.
Felgen können wir noch nicht, scheinbar. Eine Zahl. Wir können uns eine Nummer geben. Null. Das ist eine Doppel-Null. Echt keine. Ja, zwei. Achso, hier. Yeah. Zack. Und so, dann haben wir Felgen. Hier. Oh, jetzt können wir jetzt so einen Felgen aussuchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee. Nee. Wie sieht das denn aus, bitte? Oh mein Gott. Sieht auch nicht viel besser aus. Obwohl. Ah, keine Ahnung. Nee, nee, nee. Die sind nicht schlecht. Männchen, was haben wir hier denn? Ah, ich glaube, die nehmen. Nee. Die nehme ich. Ja. So. Können wir jetzt bei Farben Felgen aussuchen? Jawohl, können wir aussuchen. Ich war einfach schwarz, passt schon. Und ja, was? Athleten, was ist da los? Was ist das? Einstellung ablegen. Das. Keine Ahnung, fertig. Ja. Künstler 1 von 5. Naja, bis ich da mal ein ordentliches Auto habe, wo ich das auch wirklich machen will. So, fertig. Sind wir bereit? Zieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Wir machen mal die Transamerica Pacers. Du bist wieder nur zu einem Event der Transamerica Pacers eingeladen worden. Wenn du ihnen beweisen kannst, dass du mit ihnen mithalten kannst, laden sie dich sicher erneut ein. Duelle sind direkte, kompromisslose Zweikämpfe. Es gibt keine Strafen für Kollisionen. Denk daran, hier ist alles erlaubt. Ihnen aber eben auch. Das wollen wir doch mal. So, den Nissan. Den haben wir jetzt natürlich nicht farblich. Obwohl, passt schon. Später. Noch mal eine ganze Folge wahrscheinlich modellieren. Längster Drift 82 Meter. Nicht schlecht. Denk dran, du musst in die Top 3 fahren, damit ich die Pacers nochmal einladen. Aha. Aber das sollte ja wohl kein Problem sein. Oh, jetzt geiler. Oh, 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 komm. Dieses Auto kommt Driftfans entgegen. Versucht das Auto in den Kurven in einen Drift zu kriegen, um das Tempo hochzuhalten. Oh, 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 oh. Das war ja fast perfekt. Wow, das driftet extrem, ja. Auto fühlt sich schon ganz anders an. Die ersten drei, hä? Bei zwei Leuten. Die ersten drei kommen. Ich glaube, das soll ich hinkriegen. Oh oh, jetzt sind wir gekommen. Aber auch meine Schuld. Bleib mir bloß fern. Oh, schon gewonnen. Yeah. Fett. Boah, der Wagen hört sich geil an, oder? Du hast wirklich geglänzt heute. Platz 1 und das absolut verdient. Oh yeah. Weiter. Drift in der Karriere. Immer noch längst, also nur 85 Meter. Naja. Was ist jetzt los? Nochmal? Chicago, Marina City. Duell, Halbfinale. Ah, das ist sowas wie ein Turnier. Oh, das ist aber schlecht weggekommen. Letztes Mal hast du dich in Sektor 1 schwer getan. Das muss besser werden. So viel
Gas gegeben. Lass mal einen Windschatten ausmachen. Gar nicht gut. Ich hätte jetzt auch zurückspulen können, aber nein, 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 das machen wir nicht. Go, go, wow, wow, wow. Er holt auf, er holt auf. Jetzt hat er mich. Wow! Das ist ja schon das Ziel. Da müssen wir aber jetzt ein bisschen weiter, hier vielleicht. Oh ja, das war gut, das war gut. Jawoll! Wie ramponiert mein Auto ist. 53! Besser geht's nicht. Oh Gott. Besser geht's nicht. Naja. Doch, wenn wir das Finale gewinnen, würde ich sagen, oder? Kommt schon, das Finale. Ah, ich freue mich schon auf richtig geile Karren. Wie geil die sich anhören müssen, wenn der Wagen sich schon so fett anhört. Chicago Marinos, die Duellfinale. Ich krieg das nicht hin. Ich war im roten Bereich leider. Diesmal ramme ich nicht, um ein bisschen mehr Speed zu kriegen. Na, ah, ah, der war schlecht. Jetzt geht's aber hier den Berg runter. Also, das machen wir jetzt alle mal nochmal. So. Genauso scheiße. So ein Lenkrad oben vielleicht einfacher ist. Das schaffen wir. Sieht einfach aus als beim ersten. Ne, beim zweiten Typen. Oh, das war schlecht. Gut abgefangen. Super. Du hast das Tempo hochgehalten und ein Ziel abgehakt. Jawohl. Oh yeah. Geschafft. Sieger. Hey, wir sind besser geworden. Du hast die Pacers gerade auf Anhieb in ihrem Parade-Event besiegt. Das können nicht viele von sich behaupten. Ja. Ihr könnt gar nichts. Ohne Moos nix los. Das stimmt wohl. Verarschen mit den 10.000. Nein, immerhin. Okay, Kamikaze-Pilot. Genau so wird's gemacht. Du bist nicht nur zu weiteren Events eingeladen worden, sondern bekommst auch die Chance, an deinem ersten Promo-Event teilzunehmen. Bei jedem dieser Events wirst du vor eine neue Herausforderung gestellt. Sie eignen sich perfekt dazu, neue Rennstile kennenzulernen und dein Ansehen zu steigern. So, was haben wir hier? Fahrzeug-Challenges. Bei diesen Events geht es darum, die Fans zu begeistern. Es ist wichtig, dass du eine gute Show bietest. Deswegen setze ich dir vor jedem Event ein Ziel. Erfülle es, um dein Ansehen noch weiter zu steigern. Okay. Beim Überhol-Event geht es darum, die Gegner so schnell wie möglich zu überholen. Du erhältst für jeden Überholvorgang Punkte. Richtig viele Punkte bekommst du, wenn zwischen den Überholvorgängen möglichst wenig Zeit vergeht. Behalte aber die Straße und den Verkehr im Auge. Das sieht doch ganz einfach aus. Dodge Charger. Krass. Krass. Kann man das Fahrzeug nicht anzeigen?